Mystery Game. Willkommen bei den Würfelwerfern. Und heute haben wir uns ein Paket selbst bestellt, was wir nicht eingepackt haben. Und zwar gibt es ja einen großen Online-Versender hier in Deutschland, der jedes Jahr so eine Geburtstagsüberraschungstüte macht. Und die ist angekommen. Die kann man für 50 Euro bestellen. Da sind Spiele drin im Wert von halt mehr als 50 Euro, irgendwie mehr als 100 Euro. Und wir sind gespannt, was dieses Jahr drin ist. Die letzten Jahre war das immer ganz cool. Dann haben wir gedacht, das zeigen wir euch jetzt einfach, da werden wir jetzt nichts von spielen, sondern einfach nur auspacken. Deswegen ist die Svea auch dabei, weil die so gerne auspackt. Genau. Los! Bist du da? Genussvoll. Du darfst, ich guck weg und du darfst ziehen. Nummer 1. Oh. Eine Zeitung? Spiel doch. Naja. Will ich lesen, ich will spielen. Romans Go Home. Davon habe ich schon mal was gehört. Ich weiß auch nicht mehr was. Von Louis Mann. Ich möchte auch. Oh, Star Wars Destiny. Ja, große Freude. Star Wars Würfelspiel. Ach so. Da guckst du überrascht, habe ich schon meinem Patenkind geschenkt. Ja, das wusste ich. Da bin ich sehr gespannt. Ha, schön. Dann ziehe ich jetzt mal. Oh, schwer. Looney Quest. Wäre eine gute Wahl, wenn wir es nicht schon hätten. Genau. Aber das kann man gut verschenken. Die Folien austauschen. Die schlechten verschenken. Ich glaube, das sind die gleichen Folien, aber das, wie gesagt, können wir verschenken. Nein, und die Stifte sind auch leer. Eigentlich ein schönes Spiel, da muss man so Wege ablaufen, da liegen Münzen und so aus, aber man malt die Wege getrennt von dieser Folie, wo die abgebildet sind, auf so eine extra Folie mit einem schwarzen Folienstift und legt ihn nachher drauf und guckt, ob man getroffen hat. Und Punkte kriegt man. Svea, dann mach du nochmal. Indoor Curling. Das spielt sie jetzt immer mit mir. 2 bis 8 Spieler, ab 7, das passt. 20 Minuten, perfekte Zeit für dich, ne? Ja. Ja, schön. Das ist auch so ein Geschicklichkeitsspiel. Solche Spiele spielt die Svea auf jeden Fall gerne. Und ist auch so ein Spiel, was wir uns eigentlich sonst nie kaufen würden. Ne? Das stimmt. Das ist immer schön an der Tüte. Ja. Noch was drin? Willst du nochmal? Ja. Wenn ich. Du hast doch gerade schon. Na, Mama meint, du meintest mich. Ich meinte den Papa. Nein, du meintest mich. Ah. H.P. Lovecrafts Kingsport. Was steht da? Kingsport Festival. Das haben wir leider auch schon. Genau. Da haben wir natürlich diesmal jetzt nicht so viel Glück gehabt. Das stimmt. Obwohl es eigentlich ein ganz nettes Spiel ist. Das ist Kingsburg im H.P. Lovecraft-Universum mit ein paar Sonderregeln. Genau. Jetzt will ich aber das noch. Das ist mal übrigens das erste Mal, dass wir 2 Spiele schon haben. Ne? Ja. Ha, Star Wars Destiny, der andere. Ja, der Gegner. Das gehört da schließlich auch zusammen. Ja. Was war die diesjährige Wundertüte, Überraschungswundertüte? Schöne Spiele, leider haben wir schon ein paar, müssen wir uns überlegen, ob wir... Also man kann die Tüte auch zurückschicken, aber vielleicht nehmen wir es rein, für als schöne Geschenke für jemanden. Genau. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Das nächste Mal packen wir wieder was aus zum Spielen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja. Oh, das sind 3 Punkte für uns. Tschakka. Wow. Peter Asterix. Mit Gefühl. Super. Das war schlecht. Auch das war gut. Ja. Ja. Indoor Curling macht Spaß. Finde ich auch. Ich auch.